Das Sicherheitsgefühl ist natürlich immer subjektiv, das ist schon klar, aber die Zahlen sind eindeutig. Wenn wir uns die Statistiken anschauen in den letzten Jahren, hat die Gewalt in Südtirol zugenommen. Die jüngsten Beispiele im Iran sind nur ein Anlass dafür, was wir mit Zahlen ja schon länger wissen, dass die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit in Südtirol abgenommen hat. Und das werden auch ganz viele Menschen bestätigen, die tagtäglich auch damit konfrontiert sind oder die in ihrer Vergangenheit in den letzten Jahren auch mit Gewalt konfrontiert worden sind. Das sagt die Statistik ganz offen und das ist nicht meine Wahrnehmung oder auch nicht subjektiv. Die Zahlen lügen nicht. Das haben wir auf den Tisch, das wissen wir. Und man muss dazu noch eines sagen. Unter dem Begriff Einwanderer bzw. Ausländer fallen hier ja auch alle Deutschen, alle Österreicher, alle aus dem EU-Ausland, weshalb dann die effektive Ausländerzahl aus dem nordafrikanischen Raum und aus dem arabischen Raum ja um einiges höher noch ist, als wir hier in der Statistik drinnen haben. Das ist ja sehr wohlwollend, wenn wir das so sagen wollen. Und auf der anderen Seite bei den Einheimischen, die als Einheimische geführt werden, sind ja auch viele mit Migrationshintergrund, die bereits die Staatsbürgerschaft haben. Also relativiert sich das um einiges nach oben. Ja, wir sprechen ja nicht nur von Jugendlichen und Kindern, wir sprechen hier vor allem auch von jungen Männern, also nicht nur die Einwanderungszahlen bei uns, sondern in ganz Europa sieht man, dass es eben großteils junge Männer im wehrpflichtigen Alter sind, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die anders sozialisiert worden sind, die sich sehr schwer tun mit den Regeln und Normen, wie wir sie hier haben, die teilweise auch ihr religiöses Umfeld, ihr Hintergrund ganz anders ist, das Rollenbild der Frau völlig anders sehen. Und diese Gewaltbereitschaft, die wir hier vor Ort haben, ich glaube, dass auch nicht unbedingt das die Jugendlichen sind, die ins Jugendzentrum in Meran kommen, sondern ich rede hier wirklich von jenen Männern, wie wir sie hier auch im Bahnhofspark in Bozen tagtäglich erleben. Und da haben die Leute schon ganz einen anderen Eindruck und auch die Sicherheitskräfte, die sich damit immer wieder auseinanderzusetzen haben. Herr Mayer, ich habe es Ihnen vorher schon gesagt, ich war selber 15 Jahre ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig. Das trifft für Einheimische wie Jugendliche mit Migrationshintergrund genauso zu, dass sie eine Gemeinschaft brauchen, dass man hier auch einiges bewegen kann. Bin ich voll bei Ihnen. Aber wir dürfen das schon, wir müssen da hier schon trennen zwischen jenen Gewaltbereiten, die wir hier haben. Ich glaube nicht, dass die unbedingt ins Jugendzentrum hinuntergehen, Calcetto spielen und den Pizzateig gemeinsam machen. Ich rede hier wirklich von den jungen Erwachsenen, die unterwegs sind und die immer wieder straffällig geworden sind, wo wirklich die Polizei höchste Probleme damit hat, die Sicherheitskräfte auch. Ich glaube, dass wir hier schon differenzieren müssen. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, die Tatverdächtigen in Südtirol, da haben wir einfach einen Faktor von 1 zu 10. Es ist einfach so, dass Leute mit Migrationshintergrund 10-mal öfter kriminell werden bzw. tatverdächtig sind. Und wie gesagt, diese Zahlen sind ja noch recht geschönt, weil ja die Statistik nicht genau ist, weil ich, wie vorher gesagt habe, ja einige schon hier drinnen sind. Deswegen, wir können das nicht leugnen. Und das brauchen wir auch nicht. Wir müssen darüber reden und wir müssen endlich auch Daten setzen. Und was vorher angesprochen worden ist, auch die Bestrafung, das ist ja das Problem, dass die Leute auch sagen und auch die Opfer, die entweder bestohlen worden sind oder denen Gewalt zuteil geworden ist, die einfach sagen, denen passiert nichts. Also das ist einmal die Präsenz der Polizei, die in bestimmten Zonen sicherlich zu gering ist, aber vor allem auch der Strafvollzug, der in Italien hier einfach viel zu wenig durchgezogen wird. Denn bei anderen Sachen ist man viel genauer und es stört einfach die Bevölkerung, wenn man sagt, es passiert den Tätern nichts. Und wir fangen immer wieder an zu entschuldigen, die Täter zu entschuldigen aufgrund einer schlimmen Jugend, aufgrund ihrer Herkunft. Da muss ich schon sagen, auch Südtirol war vor einigen Jahrzehnten ein armes Land. Gut. Auch unsere Leute haben in Kriegszeiten gelebt. Die sind alle nicht kriminell geworden. Also man kann nicht alles immer entschuldigen. Und wir können auch nicht für jeden einen Sozialbetreuer auf die Straße stellen. Irgendwann muss man sich auch die Frage stellen, wie bereit bin ich, mich zu integrieren und an unsere Regeln zu halten. Da bin ich voll bei Ihnen und ich kenne auch Fälle und andere Sozialbetreuer schildern mir auch die Sachen. Und ganz vieles wird ja gar nicht publik. Und die Menschen möchten es auch nicht, dass es publik wird. Wie oft sie auch angegriffen, bedroht werden und so weiter. Auch mit Messern, Sozialbetreuer, die täglich ihrer Arbeit nachgehen. Das kommt gar nicht auf. Und ich warne auch davor, und das Thema klein zu reden und zu beschönigen, denn wenn wir hier nicht offen und ehrlich darüber diskutieren, dann passiert eben genau das, vor dem Sie auch warnen, dass eben alle in einen Topf geschmissen werden. Denn es gibt durchaus auch viele Leute, die sich
bemühen und integrieren, aber die zahlen drauf, weil eben der Deckel des Schweigens irgendwo darüber gestülpt wird und wir nicht offen darüber diskutieren. So gesehen, ganz interessant. Ja, man muss jetzt mal unterscheiden zwischen Lausbubenstreiche, die es immer schon gegeben hat, eine bestimmte Gewalt. Es wurde sicher auch vor Jahren schon einmal, hat es eine Schlägerei unter Jugendlichen gegeben, das war immer da. Also man kann das nicht wegreden, aber nicht in diesem Ausmaß. Und das darf man eben nicht beschönigen. Und das muss man auch trennen. Und ich glaube, eines, Sie natürlich in Ihrer Funktion auch, und da will ich Ihnen überhaupt gar keinen Vorwurf machen, im Gegenteil, ich bestärke Sie in Ihrer Arbeit. Es ist wichtig, dass Jugendliche einen Platz haben, wo sie sind, dass sie sich auch irgendwo abnabeln können von zu Hause. Dafür ist ein Jugendzentrum auch da. Und da kann auch viele soziale Probleme verbessern, sage ich einmal. Aber ich komme zurück auf die große Zahl der Gewalttaten, die eben einfach von Migranten auch verübt wird. Und das kann man einfach nicht kleinreden. Da tun wir niemandem einen Gefallen. Hier müssen wir agieren. Und das ist auch die Aufgabe von uns als Politik. Und deswegen auch diese Sicherheitskonferenz. Gemeinsam mit eben auch Leuten der Gesellschaft, Lokalbetreibern und anderen, die hier ihre Meinung dazu sagen. So gesehen. Das Video selber, ich muss sagen, Gangster-Rap ist nicht unbedingt mein Musikstil. Also wenn ich es rein musikalisch betrachte, bin ich dadurch um einiges entfernt. Die Waffen in diesem Video und auch das Auftreten und vor allem der Inhalt, also der Staat hat mir nichts gegeben und so weiter und so fort, wie es da im Text weitergeht, das verwundert mich schon, weil ich auch einige Jugendliche kenne und auch ihren sozialen Hintergrund und die Familie, wo ich mir denke, gerade hier hat das Land und auch der Staat sehr viel getan, damit es diesen Menschen gut geht. Und das wundert mich, das stellt für mich nochmal ein Fragezeichen und es hat den Eindruck, als wäre es ein bisschen eine Parallelgesellschaft, die sich auch entwickelt. Ich sage Ihnen ganz einfach, wir haben einmal die Situation, die mit den Zahlen belegt ist, das andere ist das Sicherheitsgefühl und es ist mittlerweile so, dass sich viele Frauen, aber auch Männer durchaus überlegen, gehe ich diese Straße, gehe ich durch diesen Park abends oder gehe ich nicht. In dem Moment, wo ich schon mir diese Gedanken mache, habe ich ein vermindertes Sicherheitsgefühl in diesem Land und das können wir nicht abstreiten und hier ist die Politik eben auch gefragt und nicht, ich finde Ihre Arbeit wertvoll, aber die Politik ist gefragt, Rahmenbedingungen zu setzen und vor allem auch in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden und auch mit dem Regierungskommissariat wirklich zu sagen, wie viele Kräfte brauchen wir und wo können wir verstärken, vor allem auch was die Gemeindepolizei anbelangt. Und hier haben wir viele Vorschläge gemacht, nicht nur diesen einen bei der Sicherheitskonferenz, aber jetzt geht es einmal darum, dass wir wirklich alle gemeinsam offen darüber sprechen.